Hallo Leute, ich bin Silu und heute habe ich einen australischen Whisky für euch. Einige wissen vielleicht, dass ich so ein bisschen auf auch Exoten-Whiskys aus Ländern stehe, die normalerweise nicht typisch für Whisky sind. Und diesmal habe ich euch einen australischen Whisky mitgebracht, und zwar den Starward Left Field. In der Szene war jetzt immer der Starward Twofold ziemlich unterwegs, der war relativ neu, das war ein Blended Whisky. Der Left Field ist jetzt der erste Single Malt von der Starward Distillery, ist relativ neu. Von David Vitail gegründet und ich muss sagen, was mir besonders aufgefallen ist, zuallererst war das Flaschendesign. Also der Twofold sah schon so geil aus, da war ich schon sehr verführt, mir den zu kaufen. Und jetzt ist der Left Field rausgekommen. Hat ein sehr, sehr minimalistisches Flaschendesign, kommt damit auch sehr gut aus. Und was ich total spannend finde, ist, dass sie trotz dessen, dass wenig drauf ist auf dem Etikett, das relativ hochwertig gemacht haben. Also gerade diese Kupferprägung, dann das Starward ist so ein bisschen erhöht, das A von Starward ist so nach ins Negative geprägt. Also es ist alles in allem sehr, sehr hochwertig gemacht, kommt sehr hochwertig daher. Wir haben 700 Milliliter in der Flasche, also 0,7. 40%, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, was ich sehr, sehr spannend finde. Der Whisky ist circa 3 bis 4 Jahre alt, ist aber gar kein Thema, weil länger braucht er auch nicht. Der kommt nämlich aus Melbourne und dort haben wir ein bisschen wärmeres Klima. Und wie ihr das vielleicht von zum Beispiel indischem Whisky kennt oder allgemein Whisky aus wärmeren Regionen, dort ist der Reifungsprozess viel, viel schneller. Der Angel's Share ist viel, viel höher. Und der Whisky reift viel schneller, viel intensiver als in kühlerem Klima, wie zum Beispiel in Schottland oder in Schweden oder Norwegen. Ja, was ich sehr, sehr spannend finde am Etikett, ist die linke Seite. Conformists Read Down. Genießt die Aromen und Flavor, also den Geschmack, wenn ihr diesen Single Malt trinkt. Haltet euch an die Regeln, mixt ihn mit nichts. Ne? Conformists, das ist sowas wie die, die Konfirmierten, die sich an die Regeln haltenden. Darunter steht, the bold read up. Also die Mutigen lesen von unten nach oben. Mischt es mit irgendwas, haltet euch an keine Regeln. Wenn ihr diesen Single Malt trinkt, genießt die Aromen und den Geschmack. Finde ich sehr, sehr witzig. Und dann stehen noch so ein paar Sachen drauf. Whisky done differently, aged in French oak wine barrels. Also wirklich reinweg in französischen Weinfässern gereift. Soweit ich weiß, Barossa, wenn ich das richtig ausspreche. Und Jarra Valley Wein. Genau. Matured in Melbourne's unique climate. Helle, tropische Früchte, delicious, delicate finish. Also ich erwarte Wein, Holz und süßes Obst-Frucht-Cocktail. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist wirklich dieses trinkt den Whisky, wann ihr wollt, wie ihr wollt, mischt ihn mit was ihr wollt, Hauptsache ihr habt Spaß. Und das ist eigentlich sowas, das für mich, wenn ich mich zum Beispiel mit Schotten unterhalte, die Whisky herstellen, bei jedem Whisky rauskommt, so als, ja, ist eigentlich ist es mir vollkommen egal, wie ihr den trinkt. Ich weiß nicht, bei den Deutschen ist so ein bisschen dieser Regelwahn ausgebrochen, oh mein Gott, nur pur trinken, kein Wasser rein, maximal mit der Pipette ein paar Tropfen. Nicht umsonst gibt es diesen Witz, woran erkennst du einen Deutschen im Tasting an seiner Pipette? Das habe ich in Schottland noch nicht einmal erlebt. Und wenn, dann standen die Pipetten immer nur für die Deutschen da. Mir halt so denke, oh Leute, dieses Etikett macht mich wahnsinnig, ich krieg es nicht auf. Oh, das war ein Kraftakt. Mir ist dieser Schnuppi am Etikett abgerissen und jetzt habe ich den Scheiß nicht aufgekriegt. Jetzt habe ich's. Der Korken ist auf jeden Fall auch ziemlich cool, der ist matt schwarz.
Okay, es ist kein Korken an sich, es ist irgend so ein Plastikkorken. Aber er hat auch so eine Goldprägung hier oben drauf, was ich ganz spannend finde. Ja, ich bin sehr gespannt, ne? Ich genieße den so, wie ich Bock habe. Im Wald. Oh, das war laut. Ich bin nämlich so ein Waldschrat, wie ihr seht. Der riecht schon so nach Gummibärchen. Oh, ich bin sehr gespannt. Kostet übrigens 35 Euro oder 37 oder sowas. Wo ich echt erstaunt war. Also ich habe wirklich bei so einem australischen Whisky, der ja von Australien auch erstmal hierher muss. Und glaub mir, ich weiß, was für ein langer Flug das ist. Da hätte ich echt einen höheren Preis erwartet. Also natürlich denkt man jetzt erstmal so, okay, wenn er so günstig ist, ist er dann noch so gut? Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Aber wir finden es heraus, hält das? Ich glaube, das hält. Sieht bestimmt mega komisch aus. Naja, egal. Der riecht wie so eine Mischung aus Gummibärchen und ich bin mir nicht ganz sicher, ich verwechsel es immer wieder. Port oder Sherry, aber ich glaube Sherry, weil Sherry ist, glaube ich, das Süßere von beiden. Also dieses wirklich mega, mega Süße in der Nase. So leicht auch ein bisschen Holz, aber jetzt nicht so ja, also nicht so krass holzig irgendwie, als würde ich hier an dem Stamm lecken, sondern eher so dieses, ja, ich habe in einem Fass gelegen und ja, wir stehen in einem Weinkeller, aber eigentlich bin ich ein Glas voll Gummibärchen. Und ich muss auch sagen, ich finde die Farbe mega. Also es ist in der Flasche, wenn du so ein bisschen mehr hast, sieht er ein bisschen dunkler aus. Jetzt im Glas so. Jetzt habe ich es abgemacht, jetzt hält es nicht mehr. So im Glas ist er ein bisschen heller, aber so ein richtiger Bernsteinton. Und ich finde es super interessant, dass er nicht gefärbt ist. Ne? Also ich finde Färben, ja, okay, ne? Aber muss meiner Meinung nach nicht sein. Ne? Dann nehme ich nehme dann lieber auch einen total blassen Whisky. Ne? Einer meiner Lieblingswhiskys ist der Big Strand, wenn den jemand kennt. Der sieht fast aus wie ein New Make. Ne? Also der ist wirklich blass. Aber der hat eine wirklich, wirklich schöne Farbe. Bei mir zu mit dem Sonnenlicht dazu wirkt der halt einfach total glänzend und goldig. So wie meine verwurstelten Haare hier im Sonnenschein. Erinnert mich so ein bisschen von der Süße her. Das sind ja helle Früchte, sollen es sein, okay. Habe ich im Kopf. Erinnert mich an diese Gelee-Bananen tatsächlich so ein bisschen. Ich hatte mal einen Whisky, der richtig, richtig krass danach gerochen hat. Es war, glaube ich, ein Ire. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war ein Ire. Das hier riecht so ein bisschen danach, nicht so penetrant. Also würde ich tatsächlich eher so in die Richtung Bananenaroma gehen, vielleicht Ananas. Auch so ein bisschen Kokos. So, also wirklich, wirklich tropisch. Aber auch so was leicht, so fast wie Mandeln. So was leicht Nussiges. Und es geht ganz, ganz wenig in diese Beerenrichtung, aber dann tatsächlich eher in so was Dunkelbeeriges, so Brombeere. Aber keine sauren Brombeeren, also wirklich so fruchtige Brombeeren. Und so ganz dahinter ist so ein bisschen das Holz, aber wie gesagt, sehr, sehr dezent ist. Mir sehr gefällt. Es knackt im Wald. Slange. Hm.
Ich hätte süßer erwartet, tatsächlich. Und mehr helle Früchte. Ich hatte jetzt wirklich mehr die Beeren im Mund. Schon fast so in Richtung Kirsche gehend. Also wirklich, wirklich dunkle Beeren. Und dann das Holz dann doch sehr dominant. Also wirklich eher so in der Nase kommen ja diese tropischen Früchte raus. Und auf der Zunge dann eher das Weinfass, das Holz tatsächlich. Er ist aber sehr, sehr angenehm. Ne? Der Alkohol ist gut eingebunden. Er schmeckt jetzt aber auch nicht ethanolig oder sprittig, wie man das ja manchmal bei jungen Whiskys einfach hat. Ist nicht der Fall, ist sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr mild. Also ist jetzt kein sehr extremer Whisky vom Geschmack her. Ja, so, also alles in allem ist er rund, ist er sehr gut. Also er ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich falle nach hinten ins Laub, sondern er ist sehr lecker. Tatsächlich. Immer noch Gelee-Bananen in der Nase. Am Anfang hat man fast sowas wie Mango oder Aprikose, aber so eine noch nicht ganz reife, so eine ganz, also so eine deutsche Mango, ne? Die halt nicht so wirklich süß schmeckt. Und dann kommt tatsächlich das Holz sehr vordergründig. Also wirklich so ein bisschen auch Kellermuff, was mir ja persönlich immer ganz gut gefällt. Und dann sehr, sehr beerig einfach, wirklich so im Ganzen drumherum. Ich kann mir den geil in der Marmelade vorstellen, glaube ich. Ja. Oder in einem Cocktail, den man zum Beispiel einfach mit Beeren irgendwie mischt. Dass das einfach noch ein bisschen mehr herauskommt. Ich glaube, so mit Zitrone oder so, also für so einen Whisky Sour würde ich ihn nicht nehmen. Aber für so einen etwas beerigeren Cocktail ist er, glaube ich, ziemlich geil. Oh, und zu Weihnachten kann ich mir den in Kombination mit Zimt richtig geil vorstellen. Ich habe irgendwie die ganze Zeit, wenn ich daran rieche, so ein bisschen auch Kuchen im Kopf. So eine, keine Ahnung, so eine Bärentart oder so. Ab jetzt trinken wir Whisky zum Kaffee. Ja, ist sehr leicht und lecker. Und ich kann mir den, wie gesagt, auch sehr gut zum Beispiel zu Schokolade vorstellen. Also es ist, glaube ich, so ein Whisky, mit dem man sehr gut experimentieren kann. Damit werben sie ja auch, weil es ein bisschen anders, ne? Ich muss sagen, jetzt so rein vom Geschmack her, wenn ich ihn jetzt mit anderen Whiskys vergleiche, ist er schon anders als jetzt ein Scotch. Also man merkt schon, er kommt aus einem anderen Land. Aber ich finde jetzt nicht, dass er so mega krass anders ist als jeder andere Single Malt von der ganzen Welt, den ich bisher getrunken habe. Also das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber ich kann ihn mir sehr, sehr gut in allen möglichen Food Pairings vorstellen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, zu irgendwas dazu zu trinken, mit irgendwas zu kombinieren einfach. Dafür ist er, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet, weil er selber zwar einen herausstechenden Geschmack hat, ein bestimmtes Geschmacksprofil, aber er ist nicht so unique, dass du nur diesen Whisky trinken kannst und nichts dazu genießen solltest. Ich glaube, der lässt sich einfach sehr gut mit anderen Geschmäckern ergänzen, um ein neues Geschmackserlebnis zu schaffen. Hatte ich jetzt so ein bisschen was Helles, aber nur so ganz kurz aufblitzen, hellfruchtig. Ganz hinten raus hat er für mich jetzt so ein bisschen, kann aber auch daran liegen, dass er etwas kalt ist, so einen sehr lakritzigen Geschmack. Das habe ich aber oft, wenn Holz so kurz davor ist, in diese bittere Note zu kippen, erinnert mich das immer sehr an Lakritz.
Er hat auch ein bisschen was Salziges an sich, aber wirklich, wirklich ganz dezent. Ja, alles in allem finde ich das einen echt leckeren Whisky. Mir gefällt diese moderne und ja, relativ unkonventionelle Herangehensweise an das Thema Whisky. Ich finde, wie gesagt, Whiskys aus Ozeanien oder allen möglichen anderen unbekannteren Regionen immer mega, mega spannend. Und was hier, finde ich, auch mega dazu kommt, ist der Preis. Also wirklich, das ist ein Totschlagargument, ne? Das kannst du mitnehmen. Einfach so. Und deswegen kriegt er von mir tatsächlich 7 von 10 Punkten. Ne? Also ich muss sagen, für den Preis könnt ihr bei dem Whisky definitiv nichts falsch machen. Und das Schöne ist, man kann tatsächlich mal versuchen, sich so ein bisschen rumzuprobieren und mal ein bisschen zu experimentieren. Das ist, tut vom Preis her nicht weh und ist geschmacklich, denke ich, auch sehr, sehr viel drin, was man machen kann. Und wenn ihr eher zu den Conformists gehört, dann trinkt ihn einfach, so wie ich, neat, am besten noch im Warm, weil das ist ja immer schon ziemlich illegal, was ich hier mache draußen, ne? Schreibt mir am besten einfach mal unten in die Kommentare, was ihr mit diesem Whisky ausprobieren wollt oder schon ausprobiert habt. Oder auch mit anderen Whiskys, ne? Seid ihr die totalen Whisky-Cocktail-Fans oder backt und kocht ihr regelmäßig mit Whisky oder sagt ihr, ne, das geht nur neat. Schreibt es mal einfach unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt, was ihr schon so alles ausprobiert habt und rumexperimentiert habt. Und ich werde euch auf meinen Social Media Kanälen weiter berichten, was ich mit diesen kleinen leckeren Tropfen noch so alles ausprobiert habe. Bis zum nächsten Mal. Slán dir.